Just in time. Okay, ja, hallo. Thema des Vortrags habt ihr gesehen, deswegen seid ihr ja gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. So, ich persönlich, so eine Sache, die ich an dem Job Web im weitesten Sinne und Entwicklung mag, ist ja, dass wir uns da immer wieder mit Technologien auseinandersetzen können, neue Sachen ausprobieren. Und also eigentlich würde es mir schon reichen, wenn ich mir so jeden Tag irgendwas angucke und damit ein bisschen rumspielen kann. Und das wird mir eigentlich schon für meinen Job reichen. Leider müssen wir auch noch so ein bisschen Geld verdienen. Ich denke, wir alle müssen das. Und deswegen müssen wir dann auch gucken, wie man diese Technologien alle ganz gut benutzen kann. Was ich gemacht habe, ist im Grunde genommen, ich habe mir so ein paar Buzzwords genommen und habe überlegt, wie kann man die wirklich dann auch in seinem täglichen Arbeitsablauf benutzen? Wie helfen die einem? So, fängt eben an, Vagrant, Docker, Gulp. Ich werde hauptsächlich was zu Gulp sagen und dieser ganzen Thematik und ein bisschen was zeigen. Also Buzzwords haben wir ja genug, können wir überall sehen. Und möchte mehr zeigen als groß erzählen. So, ich denke, es gibt so vielleicht schon gar nicht mehr Buzzwords, aber diese ganzen Präprozessoren um eben aus einer Sprache CSS zu machen, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, sind nicht mehr so Buzz, aber es gibt im Grunde genommen ich habe jetzt mal diese drei genommen. Auch ein bisschen immer so wer hat das schönste Logo? Also was findet ihr am schönsten? Echt? Ich finde das eigentlich am schönsten. So. Ja, okay, das passt ja fast zu mir. Gut. Also ich glaube, man sollte heute einfach kein CSS wirklich mehr so von Hand schreiben, sondern irgendwie das immer über einen Preprozessor machen. Da kann man sich wirklich so viel sparen. Und bei Joomla benutzt ja Bootstrap und es gibt zwar Bootstrap auch mit SAS, aber ich glaube, war zuerst da. Und im Grunde genommen unterscheiden sich diese ganzen Preprozessoren auch nicht so wirklich. Also 80% ist so alle das Gleiche. Also es ist auch so ein bisschen Geschmackssache, was man jetzt da wirklich nimmt. Die nächsten, ja, ist es noch Buzzword? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt so Frontend-Frameworks. Ich glaube, Joomla benutzt jetzt in seinem Standardumfang Bootstrap. Es gibt noch Foundation. Beide sind quasi so Mobile-First mittlerweile Frameworks. Okay, das Logo hat, glaube ich, ganz klar Foundation gewonnen, würde ich sagen. Ja, das auch. So, von daher. Ist deutlich, deutlich cooler. Was jetzt aus meiner Sicht wirklich einen ziemlichen, ziemlichen Überfluss an neuen Tools gebracht hat, das ist, dass wir es relativ einfach irgendwie so Node.js benutzen können. Und wenn man diesen NPM Package Manager sieht, irgendwie 93 war zu dem Zeitpunkt, als ich die Präsentation gemacht habe, gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, letzte Woche. Jetzt seht ihr 93.000, ich weiß gar nicht, wie viel es heute sind, wahrscheinlich mehr. Irgendwann werden die wahrscheinlich auch die 100 dann reißen. Da lassen sich wirklich total einfach irgendwelche Sachen installieren. Auf meinem MacBook kann ich da ganz einfach Sachen installieren, die es mir erlauben, gewisse Sachen zu vereinfachen. Und eine Sache, die den Prozess vereinfacht in der Entwicklung, wenn ich bestimmte Packages brauche, also wenn ich jetzt Bootstrap brauche, sind diese Sachen. Eingehen möchte ich auf Bova. Es gibt noch U, ist U-Man. Das ist so mehr Scaffolding hier. Das heißt also, Scaffolding ist ja nur ein anderes Wort für Kopieren. Kann man sich also direkt irgendwelche Applikationen den Anfang dazu bauen. So, dafür sind die Sachen da. Und Bova ist so eine Art
Verzeichnis, wo man eben Packages runterladen kann, integrieren kann. Ich zeige das alles gleich. Ich gehe jetzt nur erstmal durch die Buzzwords durch. Es gibt dann eben noch, das sind jetzt so JavaScript Task Runner. Ich persönlich hasse eigentlich JavaScript. Ich habe mich wirklich lange gewehrt, aber man kommt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr dran vorbei. Also ohne JavaScript, es ist ja auch nicht so viel anders. Es ist eben eine andere Programmiersprache. Es ist vielleicht mehr so eine persönliche Abneigung dagegen. Aber gut, man kommt nicht mehr dran vorbei. Deswegen JavaScript. Beides Task Runner. Grunt ist der ältere von beiden. Gibt es natürlich dann noch mehr dafür. Gulp hat ein bisschen schlankere Konfiguration. Ich komme deutlich besser zurecht mit Gulp als mit Grunt und deswegen nutze ich auch Gulp. Man sagt auch Gulp nach, dass es ein bisschen schneller wäre, aber das ist wirklich in der Praxis ist es nicht relevant. Selbst wenn es so ist, ist es nicht relevant. Es kann auch bezweifeln, ob es wirklich so ist, dass Gulp schneller ist. So, okay. Das ist jetzt schon genug gelabert. Jetzt kommen wir in den Demo-Bereich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn ich jetzt gleich meine Bildschirme synchronisiere. Wie das dann hier aussieht. Was ich jetzt tun möchte ist, da gebe ich jetzt den Leuten noch die Chance, ganz schnell rauszulaufen, wenn sie das total doof finden. Ich möchte mir ein Template, das Template vom Nils nehmen, das nennt sich Kickstart. Und der benutzt da drin Bootstrap und so ein paar andere Sachen. Und was ich machen möchte, ich möchte diesen Prozess der Template-Erstellung auf Basis von Gulp einmal zeigen, wie man das machen kann, also was die einzelnen Schritte sind. Und das im Grunde genommen vom Scratch. So. Das sollte hoffentlich so ungefähr 20 Minuten dauern. Das sind meine Notizen dazu. Und ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Bildschirme synchronisiert bekomme, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Das Bildschirm synchronisieren nicht, nein. Okay, gut. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das ist auch weg. Oh Gott. So. Okay. Kann man das sehen? Geht? Sonst müssen wir vielleicht mal das Licht ein bisschen ausmachen oder so. Okay. Gut, wie seht ihr, ich habe das schon mal ein bisschen probiert hier. Das ist besser. Ja, das ist super. Das setze ich vielleicht auch nicht mehr hier drauf. Okay. Was ich vorbereitet habe, ich habe ein Joomla installiert. Das haben wir jetzt alle nun wirklich zur Genüge gesehen und wissen, wie das funktioniert. Da ist gar nichts drin. Da ist ein ganz effe Joomla installiert. Mehr, nichts mehr anderes getan. Ach, muss ich jetzt auch noch gefilmt werden? Ich halte nicht so gut auf Film. So. Das ist mein Fork von dem Kickstart Template hier. Ich habe das. Natürlich bin ich das geforkt. Okay. So, also ich fange jetzt damit an, erstmal dieses Kickstarter-Template zu holen. Das ist. Wer im Raum ist mehr Entwickler? Würde sich mehr als Entwickler bezeichnen? Ja. So, ne, die Site-Integrators, also die. Site-Integrators und was sind die anderen dann? Designer? Ja, Designer. Von allem ein bisschen nichts richtig. Alles klar, gut, das ist,
Das ist genau das, wie das bei mir eben auch ist. Ne? Außer Design. Da kann ich nur sagen, ob es gut aussieht oder schlecht aussieht, aber ich kann nie irgendwas machen von null auf, dass es irgendwie gut aussieht. Das liegt nicht in meinem Können. Okay, gut. Jetzt haben wir das Template hier. Wer ist Windows-User hier? Mac-User? Das ist die Masse und Linux. Okay. Gut. Es haben nicht alle, wie ich Linux gesagt habe, haben nicht alle die Hände gehoben. Also ja, es gibt was anderes. Doch. So. Worum ist eigentlich das so dabei drüber? Irgendwas fehlt doch hier, oder? Kann das sein? Hat das damit zu tun, dass das hier ist, oder? Okay. Ja gut, ja. Falls ihr irgendwas nicht. Was fehlt denn? Da fehlt ein ganz schönes Stückchen. Ja, okay. Also versuchen wir einfach mal. Kann ich irgendwie das. Wenigstens der Mond ist drauf, ne? Gucken wir mal kurz, was ich denn hier. Kann ich hier mir noch irgendwas einstellen? Kommt was? Das sieht besser. Oha. Was machst du denn jetzt? Kann ich automatisch anpassen? Okay. Gut, der zur Verfügung stehende Platz wird immer kleiner. Super. Okay. Gut. Jetzt muss ich leider eine Sache machen, die hätte ich vor ein paar Jahren nicht gemusst. Meine Brille rausholen. Ja, es ist so 50s, ne? Ja, okay. Gut. Also ich habe das jetzt im Grunde genommen dieses Kickstarter-Template. Man kann hier, wenn man jetzt so ein bisschen darauf guckt, wie der Nils das gemacht hat und was er benutzt hat, da sieht man hier oben CodeKit und dann eine Konfigurationsdatei zu. Und das ist jetzt auch die Frage, warum denn die Mac-User? CodeKit ist eigentlich, gibt es jetzt leider nur auf Mac. Ah, was will man machen? Das ist so ein Tool, damit kann man quasi diesen kompletten Prozess des Minifizierens von JavaScript, das Zusammenführen von JavaScript-Dateien, das gleiche für CSS, Less-Compilen und so weiter, das gibt es alles in dem Tool. Das Tool hat auch noch so einen Webserver drin, den ich dann aufrufen kann und darüber kriege ich dann auf verschiedenen Devices dann die Änderungen direkt zu sehen. Das Tool kann, das machen wir jetzt quasi mit Open Source Mitteln und ganz umsonst. So, jetzt gehen wir nochmal hier in dieses Kickstarter Template rein. Wenn ich das jetzt hier adde, dann sieht man zum Beispiel, dass hier eine Kickstarter CSS drin ist. Und diese wird generiert aus einem anderen File, was eben hier drin liegt. Und da kann man gewisse Optionen einstellen und so weiter. Also eigentlich ein ziemlich cooles Tool und kostet irgendwie $30 oder sowas. Ist also, wenn einer gerne so ein GUI-Tool hat, um das alles zu machen, super Wahl. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, habe ich auch, benutze ich auch schon mal. Okay, hier ist das wie gesagt so gemacht. Jetzt das erste, was ich vorhin gesagt hatte, war, wir wollen Bova benutzen. Bova ist ein Tool, um sich Libraries zu ziehen. So, man kann jetzt zum Beispiel hier sage Bova Search jQuery.
Dann sucht er also jetzt, was es für Pakete für die Quelle gibt. Und Sie sehen, es gibt ein paar. Jetzt können wir das mal irgendwie mal gucken, was das denn, wie viel es denn davon gibt. So, und man sieht, es gibt jetzt allein von jQuery, das könnt ihr da unten an der Zahl sehen, 1560 Pakete auf Bova. Also richtig übersichtlich und richtig toll wird das alles damit nicht. Aber das Gute daran ist, wenn man es so macht, wie man es vielleicht direkt, wenn man nicht drüber nachdenkt, macht und sagt, okay, ich möchte hier jQuery installieren, dann macht er das auch. Ich lege das mal kurz weg, weil ich höre mich selber. Und jetzt hat er also jQuery in der aktuellsten Version installiert. Bup, hat das hier in dieses Verzeichnis reingetan. Und von da aus kann man es jetzt benutzen. Das mag ich nicht so ganz, wenn das Bova Components heißt, also haue ich das direkt wieder weg. Und wenn man definieren will, in welches Verzeichnis man das gerne hat, dann braucht man so eine Bova-RC-Datei. Die legen wir jetzt an. Bova-RC. So, und jetzt machen wir hier ein Directory. Es werden noch Wetten angenommen, weil ich mich das erste Mal verschreibe und das nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das scheint geklappt zu haben. So, wenn ich das jetzt hier installiere, dann installiert er das in ein anderes Verzeichnis. Ich weiß allerdings, dass ich auch eine andere Version brauche. Also gebe ich dahinter die Version an und dann nimmt er einfach die. So. Damit haben wir das quasi schon erledigt. Auch ein ganz nettes Tool, wenn das interessiert. Das Sublime Text. Ganz netter Editor, ziemlich schnell. Und da kann man also sehen hier, das sind die, da ist jQuery geblieben, das ist diese Bova-RC-Datei. Und wenn man jetzt hier noch hintergibt, Save Dev, dann sagt er mir hier, er hätte kein Bova-JSON-File to save. Also müssen wir erstmal Bova Init machen. Aber ich gebe jetzt hier einfach überall mal die Sachen ein, so. Gib mir also dieses File. Looks good, ja, looks good. Save Dev. Jetzt gehen wir mal hier rein. Da sieht man, also es gibt jetzt hier eine Dev Dependency. Die haben wir direkt wieder weg. Dass da jQuery in der Version reinkommt. Der Vorteil oder beziehungsweise einer der großen Vorteile ist, wenn man sich jetzt das Repository anguckt, was der Nils für seinen Template gemacht hat, dann hat er natürlich die ganzen Versionen von jQuery, der hat da Fondware-Sum und diese ganzen Sachen, die hat er alle da drin in dem Repository drin und hat das auch alles immer schön committed und so weiter. Das ist natürlich, ist okay, hat man da drin. Ich finde aber für den Entwicklungsprozess ist es besser, eben genau diese ganzen Libraries nicht im Repository drin zu haben, sondern eben nur zu sagen, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und es mir dann über so eine Sache wie Bova zu ziehen. Und das ermöglicht mir eben diese Konfigurationsdatei, dass ich dann, wenn ich das brauche oder wenn ich es committed habe und habe nur diese Konfigurationsdatei committed, dass ich mir dann eben nur diese dass ich mir dann quasi erst einmal runterlade, mit Bova sage Bova install und dann zieht er mir die ganzen Dependencies, die ich habe und installiert mir die. Immer gegebenenfalls immer in der neuesten Version. Ist wie Composer, genau. Oder NPM, wie man es will. Ne? Das ist aber nicht ersetzt. Nö, nicht wirklich. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Okay, machen wir einfach mal weiter. Ich brauche noch ein paar andere Sachen.
ich jetzt noch in meinem Dienst hier drin? Okay. So, Modernizer brauchen wir noch und Bootstrap. So, das Teil löst doch Dependencies auf. Also wenn ich jetzt vorher nicht schon jQuery installiert hätte, dann hätte er mir jQuery installiert, weil er weiß, okay, für Bootstrap ist das eine Dependency. Löst mir die also sozusagen auf. So. Und okay. So. Jetzt habe ich mir also die ganzen Pakete geholt. Ich habe mir das gespeichert. Das ist meine Dependency für dieses Projekt ist. Und kann also sozusagen von dem Startpunkt an weiterarbeiten. Ja, jetzt muss man erstmal ein kleines bisschen aufräumen hier, weil es ist so ein bisschen, so ein paar Sachen sind eben da drin, die uns jetzt stören. Also jetzt mache ich jetzt hier mal so ein Verzeichnis und machen wir das CSS Fonts JS. Das hauen wir erstmal weg. Da wir sie aber gleich wieder brauchen, nehmen wir sie direkt wieder an. In dem Assets-Verzeichnis brauchen wir außer die Fonts die beiden Sachen. Genau. Das ist falsch. Könnt ihr less hätte ich machen sollen. CSS brauche ich nicht. Okay, gut. Kommen wir zu Gulp. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass dieses CodeKit ermöglicht einem, dass man CSS-Dateien zusammenführt, dass man den LESS-Compiler aufruft, also dass man aus seinen LESS-Dateien CSS-Dateien macht. Und das gleiche auch für JavaScript und so weiter. Und das wollen wir jetzt im Grunde genommen, dieses CodeKit, durch Gulp ersetzen. Der kann das nämlich auch alles. Und das ist jetzt wieder NPM, das heißt, man muss Node.js installiert haben auf seinem Rechner. Das ist aber eigentlich auch ganz, ganz nett, weil Node.js gibt es ja nun auch für alle Plattformen. Also, wenn ich jetzt entwickle und in einem Team mit und benutze CodeKit, dann bin ich jetzt auf Mac festgelegt. Wenn ich Gulp nutze, dann kann ich das auf jeder Plattform, dann können die anderen Leute auch andere Sachen benutzen. Eigentlich auch ganz, ganz nett. So. Wie Bova so eine JSON-Datei hat hier, diese Bova JSON, hier da in der ersten Zeile seht, braucht man für npm eine Package JSON und die legen wir jetzt an. Erstmal einfach nur leer, das reicht uns, dass sie da ist. Und dann fangen wir erstmal an, so ein paar Sachen zu installieren. Ich habe schon ein paar, man muss immer die Sachen global installieren und man muss die lokal installieren. So. Und ich installiere jetzt erstmal Gulp, npm, install, Gulp und das schaue ich mal wieder als Dependency in unser. Ja, ist okay. Aber das dauert natürlich jetzt alles so ein bisschen, aber die Internetverbindung hier ist ganz, ganz gut. So, jetzt habe ich hier noch ein paar andere Pakete. Also Gulp an sich ist dieser Runner. Concat benutzt man, um Dateien zusammenzuführen. Dann gibt es einen Less-Compiler, der compiled Less.
wahrscheinlich nicht so überrascht für alle hier. Da gibt es ein Minify CSS, der minifizierten CSS-Dateien. Und das würde ich auch gerne noch zeigen. Auto Prefixer. Prefixer. Okay, und jetzt als letztes clean. Ja, ich weiß, es ist depreciated. Okay, und jetzt nochmal in unser Verzeichnis oder in unser Projekt gucken. Dann sehen wir also hier, okay, wieder Dev Dependencies und im Grunde genommen wieder genau das Gleiche. Wenn ich dann diese Datei committed man in sein Repository und wenn er dann das ausgecheckt hat, macht man nur npm install und der installiert dann eben alle diese ganzen Dependencies und dann kann ich loslegen. Das auf jeder Plattform, immer mit den neuesten Versionen. Eigentlich ganz cool. So, okay, jetzt. So, was ich brauche, dieser Task Runner, der muss natürlich konfiguriert werden, also braucht der ein gulpfire.js. Und das habe ich jetzt hier. So, jetzt geht's. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt irgendwann vertippe, wird immer größer. Man fängt also damit in dem Gulpfall erstmal mit an, dass man sagt, okay, was brauche ich denn jetzt alles und weist das in Variablen zu. Zwar nicht so, sondern zuerst brauche ich Gulp, also schreibe ich hier require Gulp. Ja? Ich brauche noch ein paar mehr Gulp, also kopiere ich mir das erstmal. Das sind jetzt genau die Pakete, die ich jetzt vorhin angegeben habe. Ich könnte das natürlich jetzt auch alles kopieren. So. Warum ich das nicht tue, das hat eigentlich sogar einen Sinn. Ich wollte euch ganz gerne zeigen, wie einfach und schnell man diese ganzen Sachen hinbekommt. Aber selbst wenn man von Scratch starten muss, ich das jetzt hier in dem Fall mache. So, und jetzt kommt die, brauche ich hier in diesem auch noch ein bisschen was. Und zwar, ich brauche jetzt hier natürlich ein Less-File und bräuchte eigentlich auch ein JavaScript-File. Und bei denen gibt es irgendwie keinen Bildschirm hier irgendwo. Ich muss frei haben. Achso, okay. Gut. Warte. Nee, das ist nicht richtig. Und ganz kurz. So. Da muss ich mir nämlich hier nicht die Pfade. Ihr seht, ich habe das schon mal gemacht, alles. Und wir sind jetzt hier 1, Tab, 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 Assets. Upp. Und. Ja, danke. Das hätte ich jetzt nicht gebohrt, weil den JavaScript-Teil, den lasse ich raus quasi. Das ist auch nicht das Richtige. So.
Okay, du hast recht. Die ganzen Sachen müssen hier anders heißen. Concat less clean. Ja, ich habe gesehen, dass ich mich da vertan habe. Minify CSS. Okay. Na komm, war jetzt nicht nett. Okay. Man hätte das auch einfacher haben können. Nächstes Mal. Okay, gut. Jetzt fangen wir an, im Grunde genommen mit dem ersten Task an. Und das finde ich jetzt eigentlich ziemlich cool daran, weil das ist nämlich relativ, wirklich relativ simpel. So, man sagt gulp task, dann gibt man dem Namen CSS function fast. So, so. Jetzt fängt man quasi an. Jetzt sagt man hier, man möchte was zurückgeben und fängt an mit der mit dem Source. Ne? Und unser Source ist S. Assets less kick start less. Da gucken wir jetzt mal rein. Habe ich Kick geschrieben? Danke. So. Hier passiert nicht wirklich viel. Ne? Wir haben hier jetzt das Bootstrap hier drin und das Bootstrap hat auch ein Less-File. Das nehme ich jetzt einfach so, wie es da ist, ohne mir jetzt groß Gedanken drüber zu machen. Und mache das bei dem Fundiversum aus. Da gibt es auch ein Less-File, das habe ich auch einfach nur eingebunden. Und damit ich auch noch ein bisschen was selber machen kann, gleich oder nachher, habe ich mir noch so ein Custom Less da reingetan. Da mache ich dann das, was ich gerne anpassen möchte. So. Okay, wo habe ich was geschrieben? Da, danke. So, also das ist mein Source-File. Und das wird dann gepiped, einfach durch die Less-Funktion. Und dann wird der Nouns gepiped nach gulp destination. Und hier gibt man quasi das Verzeichnis an, wo es hin soll. Ups. Das war es im Grunde genommen schon für diese Sache. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Tada. Okay. Gulp. Gulp Start im CSS. Bootstrap less was not found. Wasn't found. Okay. Ich bin jetzt hier drin, ne? Ah, das Bauer gibt's nicht. Boah. Ja, super. Danke. Okay, super. Hat funktioniert. Dankeschön. Und jetzt hat er also unser unser CSS-File erzeugt, ne, aus dem Less-File raus. Und im Grunde genommen ist das jetzt nur alles hintereinander. So, das ist natürlich noch nicht super spannend. Jetzt machen wir das dann noch ein bisschen anders. Jetzt hauen wir das nämlich hier, bevor wir es dahin tun.
Machen wir jetzt nochmal Pipe dazwischen und machen hier Mini. Tadam. Tadam. Minified. So, Source Mapping machen. Warum? So ein Map-File generieren. Oder? Ja, kannst du auch, aber warum? Warum? Dann minifizierst du einfach nicht. Nee, das weiß ich nicht. Wenn du jetzt ein CSS-File hast, das ist ein großes CSS-File. Ja, das weiß ich. Wenn du im Nachhinein dir das im Browser anschaust, gibt es halt die Verweisung auf das. Ja, ich weiß, aber ich, CSS, aber nicht in LESS. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Map-File ist aber doch nur dafür da, dass das minifizierte File besser zu lesen ist. Nicht nur auf Firefox, ich habe das in meiner Session. Mhm. Dann komme ich zu deiner Session und gucke mir das an. Ja. Du kannst Map-Files generieren, das geht auch. Mache ich aber jetzt hier in dem Fall nicht. Okay. So, das Schöne und Praktische eigentlich an diesem CodeKit ist ja, dass er dass der dir ermöglicht, auf Dateiänderungen zu reagieren und wenn man eine Datei ändert, dass der dann direkt diese ganzen Prozesse anstößt. So. Und das kann Gulp auch. Und das nennt sich Watch. Und das ist jetzt das Nächste, was wir machen. Unser nächster Task, den wir jetzt hier anlegen, den nennen wir Task. Okay. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass die Leute, die hier sind, auch wach bleiben, oder? In einer gewissen Weise. Okay, so. Punkt. Watch. So, und jetzt muss ich dir das Verzeichnis geben, wo er schauen soll. Und das ist das hier. War was denn so? Punkt less. So, und was soll er tun, wenn er da irgendwas sieht? Dann soll er den CSS-Task aufrufen. Und das ist es eigentlich im Wesentlichen, was man hier machen muss. So, wenn ich jetzt gulp. Ich mache eine kleine Sache immer wieder raus, weil dann sehen wir das nachher irgendwie etwas schwierig. Aber so ist das einfacher. So, der guckt jetzt im Grunde genommen auf das Verzeichnis. Jetzt mache ich mal die auch noch auf. Und das sollte es ja jetzt eigentlich. So sieht es jetzt gerade aus. Jetzt ändere ich hier mal irgendwas dran. So, jetzt kann man sehen. Okay, der Watcher hat gesagt, ups, da hat sich was geändert. Jetzt mache ich das CSS nochmal. Und jetzt sollte sich das CSS auch geändert haben. Und wenn wir jetzt ganz nach unten gehen, dann sehen wir irgendwie Font Size 1,2. Vorher war da wohl 1,4. Um zu beweisen, dass ich nicht lüge, was ich ja nie tue. So. Jetzt haben wir also im Grunde genommen den Prozess der Erzeugung unseres CSS automatisiert. Wir können jetzt an unserer CSS arbeiten. Das gleiche gibt es auch wieder für JavaScript. Und können da also irgendwas dran tun und sehen, haben wir wieder direkt die CSS-Datei kompiliert, fertig. Für uns zur Verfügung. Ich sehe jetzt im Moment noch keinen Vorteil zwischen der
Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen. Ne? Im PHP Storm kann das auch, weiß ich. Da musst du aber immer PHP Storm haben. So, hier muss, okay, hier muss der NPM haben. Ist jetzt, PHP Storm gibt es jetzt auch fast für jede Plattform. Also so die Argumente gehen mir jetzt ein bisschen aus, warum ich jetzt nicht auch PHP Storm nutzen sollte. Ne? So. Lass mich nochmal zu Ende machen. Vielleicht am Ende, ich weiß nicht, ob es einen Browser-Sync für PHP Storm gibt. Das weiß ich nicht. Gibt es auch? Okay, gut. Aber den Prefixer gibt es nicht? Ah, gut. Okay. Mag jetzt sein, dass es vielleicht irgendwas nicht gibt. Ja, okay. Prefixer, das können wir machen, das direkt jetzt mal dazu. Machen hier das Less und machen hier ein Pipe, ein gutes Stichwort mit dem Autoprefixer. Ja. Was? Okay. So, jetzt mache ich hier mal irgendeine CSS 3 Eigenschaft oder sowas rein. Tran, was habe ich mir rausgesucht? Tran, Transition, All, Second. So. Schauen wir mal, was passiert. Da hat sich jetzt nichts getan. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das hier neu starten darf. Ja, aber der Prefixer nicht. Also das CSS hat er gemacht. Aber den Prefixer, den hat er jetzt nicht gemacht. So, jetzt seht ihr also, was er getan hat. Der hat jetzt... Das wird ja sowieso geschrieben. Er hat also jetzt für diese eine Eigenschaft hat er gesagt, okay, da muss ich, damit das irgendwie voll funktioniert, muss ich eben da WebKit-20 noch davor machen. Und dann funktioniert das auch. Man kann diesem Autoprefixer da auch sagen, irgendwie, er soll das für die letzten 10 Versionen oder sowas machen. So, dann macht er da, guckt er dann, der weiß, welche Version was kann und macht dann die entsprechenden Sachen da vor. Das vereinfacht einem diesen Step dann eben auch ein bisschen. So, lass mal kurz schauen. Okay, man kann natürlich noch Copy und alle möglichen anderen Sachen machen. Das, was ich jetzt noch gerne zeigen würde, und das ist der schöne Effekt hier. Dafür müssen wir jetzt erst nochmal... Oh Gott. Padam. Also, was brauchen wir? Weil das will ich auf jeden Fall noch zeigen. Sudo npm install. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Okay, cool. Scheint geklappt zu haben. Ansonsten hätte ich noch eine andere Installation, wo das alles schon mal funktioniert hat. So. So, in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal so, ist es ja, haben wir ja alle, wenn wir irgendwas entwickeln, das massive Problem, dass es ja nur 26 Millionen verschiedene Devices mit verschiedenen Auflösungen, Orientierungen und so weiter gibt. Und wenn man jetzt irgendwas testen will, müsste man ja eigentlich das irgendwie auch
auf ein paar mehr machen. So. Also ich habe jetzt hier noch so ein altes iPad One. Ich habe irgendwie das noch hier. Wenn ich das jetzt ausprobieren will, muss ich ja quasi jedes Mal wieder dahin gehen, die Seite aktualisieren und schauen, ob das jetzt noch alles in Ordnung ist. So. Das kann mir das Ganze hier etwas vereinfachen. So, das sind die beiden Funktionen. So, jetzt mache ich Folgendes, und zwar, ich gebe diesem Watcher noch etwas, was er vorher ausführen soll. Und zwar einen anderen Task, und den nenne ich Connect. Und den schreiben wir jetzt auch. Gulp Task. Auf. Connect. Cool. Function. So, okay. Browser Sync. Das Schöne hier dran ist, ich kann dem sagen, er soll den Localhost, den ich ja installiert habe und worauf mein PHP läuft, er soll den benutzen und den dürfen als Proxy benutzen. Das heißt, ich kann also auch Sachen, die mit PHP-Seiten, kann ich auch darüber Seiten synchronisieren, die eben auch PHP beinhalten. Sonst hätte ich damit ein Problem. So. Jetzt versuchen wir mal. Ja, fehlt ein Komma, danke. Nee. Ah, da, okay. So, boop. Ich habe mir den Browser aufgemacht. Localhost 3000. So. Und jetzt machen wir das nämlich mal so. Warte mal. Hoffe ich mal, da kommt sogar was raus. Sehr schön. Leider eine Sache muss ich jetzt vorher nochmal machen. Mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, gut, wir müssen uns beeilen. Ja, das ist Admin, ich weiß. Manager, Discover, Kickstart, Install, Template Manager, Default, zack, so. Kommt da noch was? So, wir machen das anders. Ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt einfach mal das nehme, was ich vorbereitet habe, da warte ich wenigstens, dass es funktioniert. Okay, so. So, cool. Jetzt kommt hier hin. Zack.
Und das Ganze läuft auf Port 3000. Ihr könnt das gerne mit beobachten, falls ihr alle ein Handy habt und in dem normalen Netz hier drin seid. Geht auf die 192.168.2.11. Für die Leute, die das nicht haben. So, ist das okay? Post Joe, super. Das alles so post. Hat sich was getan? Ja? Schon passiert? Oh, es hat funktioniert. Ich das Ding hier runtergeworfen. Oh, man kann natürlich jetzt auch sowas schon machen wie Background Color Red. So, und das ist ja, ich weiß nicht, wer es mit auf seinem Handy mitgemacht hat, und hat das bei irgendjemandem auch dann funktioniert noch? Aber eigentlich müsste das sein, weil das ist nur mein iPad ist auch nur im normalen Netz drin und ich habe das irgendwie auf Port 3000 damit connected. Und dann funktioniert das so weiter. Ja, das tut mir jetzt echt leid, dass ich so irgendwie aus der Zeit raus bin. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert. Eigentlich hatte ich das noch viel schöner vor, die ganze Datei zu schreiben, aber tut mir leid. Von daher, ich will eine Sache vielleicht noch. Zum Ende. Warte. Habe ich da mein Keynote? Oh Gott, ey. Das gehört irgendwie zu jeder Präsentation dazu, finde ich immer. Anordnen. Das synchronisieren. Hast du schon ausgemacht? Alles gut? Alles gut, okay. Okay. So, also im Grunde genommen, ich lasse jetzt einfach mal diesen Vagrant-Teil weg. Vagrant-Docker. Aus Zeitgründen, wer da irgendwie zu, spreche mich einfach an, ich bin die ganze Zeit hier. Was ich euch so ans Herz legen möchte, mal zu schauen, ist im Grunde genommen auf Lessbau und auf Gulp mal zu gucken. Ich finde das total interessant, das macht sogar Spaß, da so ein bisschen mit rumzuarbeiten und sich seinen Prozess ein bisschen zu automatisieren und zu vereinfachen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Joomla-Day.